Und wir müssen wahrscheinlich bloß eine kleine Spende an den Raya-Tempel entrichten. Und wir unterstreichen noch einmal die Göttergefälligkeit dieser Gala. Zudem. Oh, Spenden an die Kirche sind leicht. Du bist also beschlossen. Für euch da aus dieser Nummer werden wir aber mit einer Pulle Wein unter Karinas Kopfkissen nicht rauskommen. Nun gut, dann sollten wir uns bekümmern. Ich werde wohl selbst... Aber mir vielleicht kommt ihr mit dem Theaterdirektor sprechen. Schließlich kennt er uns beide, hoffentlich noch. Karina sollte sich um seine werte Verwandtschaft und seinen Glaubensbruder bekümmern. Vielleicht, Isarun, könnt ihr den Illusionisten auftreiben in der Stadt? Ein Illusionisten? Ich kann gerne einmal herumfragen. Allerdings ist mit Illusionsmagie in Gareth nicht so weit her. Ist nicht dieser Konvent? Ja, ganz genau. Möglicherweise aufgrund des Konvents. Vielleicht einige Magier aus Zorgarn. Ich habe gehört, die sind hervorragende Illusionisten. Vielleicht kennt Yasafaya einen oder zwei Kollegen aus da. Ist der nicht auch so ein Ptolemide? Nun ja, er ist kein Illusionist, meines Wissens nach. Nun natürlich nicht, aber er kennt sicherlich Leute, die ebenfalls hier sind und von da unten kommen, nicht wahr? Gewiss. Ich denke, ich werde erst einmal bei der Registratur nachfragen. Was wird das gewinnen? Bevor ich den Erzmagier belästige. Wir sollten ihn aber auf jeden Fall einladen. Das wohl. Ja, eine offene und persönliche Einladung für so ziemlich jeden von Rang und Namen. Ich denke, vielleicht mein Onkel wird alle richtigen Leute kennen und mir helfen können, Einladungen zu schreiben. Vielleicht sollten wir auch Thorn Isaacar fragen, ob er kommen möchte. Ich weiß nicht, ob er sowas mag, aber er ist bestimmt ein angesehener Mann hier in der Stadt und er hat ja schließlich schon für einige von uns Waffen gemacht. Die Isaacar sind eigentlich eher bodenständig, aber ich denke, ein gutes Essen wird er nicht ausschlagen. Vielleicht ist der Bürgermeister auch dabei und wir könnten ihm in diesem Rahmen des Festes öffentlich um eine großzügige Spende bitten. Er könnte uns nicht abschlagen. Er könnte es versuchen. Nun ja, er würde sein Gesicht verlieren. Das würde er nicht machen. Egal was passiert, wir gewinnen also. Gefällt mir. Nun, Karinor, Abelmir, ihr werdet sicherlich eine gute Gästeliste zusammenstellen. Das hoffe ich. Ich denke, das sollte absolut kein Problem sein. Doch zunächst sollten wir alles vorbereiten, bevor wir Einladung schicken. Welchen Termin schlagt ihr vor? Ich würde sagen, am letzten Tage des Turniers, direkt nach der Siegerehrung. Ich vermute, da wird bereits irgendwo ein Fest stattfinden, ein größeres. Ich würde auch den vorschlagen, genau. Ich würde den vierten oder fünften Tag vorschlagen. Am vierten Tag findet der Zweikampf mit den schweren Handwaffen statt und am fünften das Streitwagenrennen. Ich denke, nach dem Buhurt werden einige von uns ein wenig unpässlich aussehen. Ein Fest vor dem Streitwagenrennen, Raya gefällig, um die Pferde, die antreten, zu ehren. Ich denke, das sollte machbar sein. Welche ist jetzt der vierte, fünfte Tag? Ist der dritte? Man könnte da noch gleich... Man könnte da noch gleich vielleicht den Streitenden einen Segen anbieten. Dass man direkt von dort aus der Arena fahren kann. Die sollten ja, das klingt dann noch eine Idee. Wir sollten auch ein Wetter die Wettervorhersage fragen, wie ob es Regen geben wird in den nächsten Tagen. Zu allergrößter Not wird es sicherlich einen Magus geben, der da auch etwas tun kann. Nun ja, aber wenn die Zelte weggeweht werden von einem Sturm oder einem größeren Wind, das wäre nicht gut. Man muss das alles gut planen. Und im Auge behalten. Es kann so viel schief gehen bei so einem Fest. Nun, der Herr Preuers wird es schon nicht auf das Turnier Ihrer kaiserlichen Majestät regnen lassen. Wo kämen wir denn dahin? Ich glaube, ihr meint Rondra oder Effert. Und er bringt uns schließlich die Sonne. Und das ist das Wichtige.
Gut, wir haben alles zu tun. Wir kennen alle unsere Aufgaben. Wir vertagen also das direkte Gespräch mit dem Bürgermeister darauf, dass wir ihn dann auf der Feier packen werden, ja? Ja, wir sollten dennoch wahrscheinlich bald zumindest ein wenig Nahrung besorgen, um die Leuten den ersten, zweiten Tag zu ernähren. Wir könnten natürlich jeden Tag während des gesamten Turniers zumindest eine kleine Nahrungsausgabe veranstalten, ja. Wir waren bereits im Perine-Tempel und haben dort um Unterstützung gebeten und diese zugesagt bekommen. Wir werden ihn dann wohl morgen aufsuchen und schon mal eine kleine Menge Nahrung kaufen. Startet ihr nicht morgen bei der Tjochse? Nun, davor oder danach wird sich sicherlich Zeit finden. Die Tjochse ist sicherlich ein lang ausgezogener Prozess. Vielleicht könntet ihr Jarlan auch bei den anderen Adel mit eurem Namen einwirken, dass zumindest ankündigen, dass eventuell ein prunkvolles Fest stattfindet und dieses Fest mit eurer und hochgeschätzten Persönlichkeiten des Reiches beehrt wird. Euer Name ist schließlich nicht unbekannt in Gareth. Mein Name ist in vielen Orten nicht unbekannt, in denen es vielleicht besser sein sollte. Aber ja. Nun, dann ist es also beschlossen. Auf ein Wort. Habt ihr einen Pagen? Nein. Seit ich meine Ritter knapp in zur Ritterin geschlagen habe, stand mir nicht sehr der Sinn. Ich hatte vor, einen Knecht zu nehmen, bevor wir nach Jorgomak aufbrachen, aber ich kam nicht mehr dazu. Für die morgige Tjoste benötigt ihr wahrscheinlich einen. Eigentlich schon. In Jorgomak konnte ich mich darauf verlassen, dass meine Kameraden mir ein Schild anreichten, aber hier unter der hohen Gesellschaft ist es wohl reichlich unschicklich. Nun, das kleine Mädchen von gestern, Jorlin, sie wünscht sich nichts sehnlicher als eine Ritterin zu sein und ich versprach ihr, sie mit auf das Turnier zu nehmen. Ich weiß wohl, dass sie nicht als Pagin schicklich ist, aber vielleicht könnte sie euch ein wenig zur Hand gehen, das Ganze sich mal ansehen. Es würde ein sehr prägnantes Zeichen an Etobria senden. Wenn sie sich überhaupt daran erinnert, dass ihr mit ihr gesprochen habt. Genau. Naja, Nun gut, ich bin bereit, ihr von ihrem Kind den Schild angeben zu lassen, wenn ihr mir garantieren könnt, dass ihr nicht vor lauter Boronwein auf dem Feld umfällt. Garantieren kann ich leider gar nichts, aber möglicherweise könnten wir von den Schülern, die dort im Perine-Tümpel gelehrt wurden, noch jemanden dazunehmen, der nicht süchtig ist. Gut, da waren tüchtige Kinder dabei. Sinnvoller. Drängt euch an, was das angeht. Aber gut, ja, ich werde dorthin gehen. Soll ich euch begleiten? Ansonsten werde ich wohl noch vor der Tjoste den Bürgermeister aufsuchen. Wenn ihr mögt, könnt ihr das gerne tun. Vielleicht mögt ihr euch selber euren Pagen aussuchen. Das wird wohl das Beste sein. Nun, damit fehlt auch dieser Plan. Gut, die letzten paar Stunden laufen. Danach würde der Abend grauen und wenn ihr auch in der Nacht nichts mehr vorhabt, dann würden wir den nächsten Tag schreiben. Abel, mir noch etwas vor? Außer dein Pferd füttern? Vielleicht den Prinzen noch einmal besuchen auf dem Turnierplatz vermutlich. Gerne. Und ihn fragen, ob er helfen würde, das Leid der Tobia zu lindern, indem er als Schirmherr eines größeren Festes im Raya-Tempel dienen würde und seinen guten Namen dafür zur Verfügung stellen würde und selbstverständlich auch dabei teilnehmen müsste. Ob er sich dafür zu gut ist oder zu... ob er das machen würde. Für den guten Zweck. Er stimmt zu, wenn Rohaya zustimmt. nicht Ema, Rohaya. Mhm. Ja, also erzählt er dann auch unter vier Augen, beziehungsweise natürlich wird dann auch wieder getrunken in dem Zelt. Er würde gerne Rohaya von Gareth ehelichen und in Anführungsstrichen entführen und dementsprechend politische Gründe. Er macht dir auch ganz gerne hübsche Augen, hat das zumindest auch vor dann auf dem Turnier. Wenn du Rohaya überzeugst, dann macht er mit. Oha.
Ich kenne zwar Rohaya überhaupt nicht, aber ich würde mich erstmal informieren, wer Rohaya ist, klar. Und wie ihr Charakter ist, also die Umstände. Ja, Rohaya, das kriegst du hin, da brauchst du keine Etiketteprobe, ist die Tochter von Emer und Brin und dementsprechend aktuell Königin von Gareth bzw. Gerätien. Ja, und wenn Emer denn irgendwann abtreten sollte, wird sie entweder Reichsregentin oder Kaiserin. Das ist noch nicht ganz raus. Zumindest ist sie aktuell in der Thronfolge vorgesehen. Sie hat natürlich auch noch einen Bruder. Sie hat auch eine Schwester. Aktuell soll sie wohl die Erbberechtigte sein, wenn das alles so ist. Und ihr Charakter ist wild, ungezügelt. Sie ist 18 Jahre, hat ihr Temperament von ihrer Mutter geerbt, eine stolze Kriegerin. Ihre Mutter, Emma, ist mittlerweile dann dem politischen Kalkül ein bisschen zum Opfer gefallen und weiß sich zu benehmen. Rohaya allerdings nicht. Also sie ist leidenschaftlich, höre ich da heraus, etwas zügellos und hat ein etwas, naja, ähnlich wie Yalan wahrscheinlich, wechselhaften Charakter. Temperamente. Könnte man es so zusammenfassen? Ja, vor allem ist sie auch noch kindlich. Also man versucht ja natürlich dann auch diese Politik, die dann auf sie einstürmen wird, einzuerziehen, aber bisher mit wenig Erfolg. Hat sie bestimmte Vorlieben? Gibt es Gerüchte über sie? Gerüchte. Gib mir nochmal eine Zechenprobe, ob du das noch mitkriegst. Da ist kein Chibi mehr erlaubt. Weil das jetzt keine Gruppenprobe ist, sondern... Ja, diesmal ja. Okay. Ja, was wissen denn die anderen über Rohaya? Rohaya ist sehr ritterlich. Also nicht ritterlich, wie es immer vielleicht ist, sondern ritterlich nach dem alten Schlag. Gut, dann auf jeden Fall würde ich vielleicht in den nächsten Tagen den Gerüchten oder nachspüren, wie man Rohaya... ja, zu fassen bekommt, an welchen Schwachpunkten. Also wenn sie auf dem Turnier teilnimmt und wir sie da beeindrucken können, haben wir sie im Sack. Also, Zechenprobe geschafft. Eine 18-jährige Frau mit seidigem blonden Haar, das sie schulterlang trägt. Sie hat einen entschlossenen Blick, und zwar den ihres Urgroßvaters Reto. Samt den braunen Augen ihrer Mutter. Rohaya trägt entweder feine höfische Kleider, lederne Reitmontur oder für den Kampf eine ziselierte Grisumbrünne samt Schwert und Krone Gerätiens. Sie reitet eine pechschwarze Schadivstute Mori, ein etwa 13 Jahre altes Tier, ziemlich gut geschult, das sie gegen kein anderes Prachtross eintauschen wollen würde. Das Tier kannst du hier allerdings auch nicht sehen. Na gut, gehört hier auch nicht hin. Dir wird eben erzählt, dass es wohl eine Schadivstute ist. Sie möchte Adel und Volk bereits als Thronfolgerin und Königin wichtiger Provinzen zeigen, dass sie eine würdige Kaiserin sein kann. Ja gut, das kostet sie allerdings viel Überzeugungsarbeit gegenüber Emer und anderen Hofbeamten. Ja, und versucht sich da jetzt so ein bisschen gegen ihre Mutter durchzusetzen, die sie natürlich an der kurzen Leine hält. Ja, also sie würde ganz gerne den Schatten ihrer Mutter überwinden. Dadurch, dass ihr Vater frühzeitig verstorben ist, ist das natürlich nicht ganz so gut. Wird da nicht zugelassen. Sie ist eine junge Herrscherin und eine übermütige Kriegerin. Das beschreibt sie perfekt. Dann habe ich da schon mal einen Ansatzpunkt, indem ich sie als Kriegerprinzessin oder als Kriegerkönigin darstellen will, die sich sorgend und rührevoll um ihre Untertanen kümmert, auch um die Ärmsten und Armen direkt vor ihrer Stadt. Das wäre mein Ansatzpunkt. Isarun, was möchtest du heute Abend tun? Ich möchte noch gerne bei den Registraturen nachschauen, was für Magier sich denn schon beim Konvent angemeldet haben und welche eingetroffen sind. Ja. Und da mal nach Illusionisten schauen. Nach Illusionisten? Zorgan, Grangor, ja, man magische sieht das Rüstung ja für Mäsen sind nicht gut.
Konventsteilnehmer der Weißen Gilde. Saldor Vosslarin, Spektabilität Gareth, sollte klar sein. Er sorgt sich vor allem um die Sicherheit, um Angst vor feindlicher Infiltration der Magier bzw. des Konvents des Reiches. Rakala von Horsen Rabenmund ist natürlich auch da. Prajodane von Wreckenfels. Selara Moriana aus Pericum. Iolano Schlangenstab, Spektabilität Kuslik, Metumis. Hesindiane Gillendor, auch aus Metumis. Roane von Elendwina, Faleander Fulmaka, Draconia, Hubos Elementarist. Landa Garano, Spektabilität Betana. Dementsprechend sicherlich auch ein Gespräch mit Abelmir irgendwann nochmal führen wird. Mashdava Patrilov, Spektabilität Norburg. Baskar Nayi von Andima, Spektabilität Winsalt. Das ist nur die weiße Gilde, graue Gilde. Venerim, Aibon, Puspareiken, Hohenstedt, Störrebrand, Svindkop, Valsaref Naya. Was sind Puspareiken denn? Hilbert von Puspareiken. Oh. Vertritt Rakori Montagonis, der sich in die Saurologie vertieft. Den sollten wir ändern. Karechem aus Grangor, Punin, also Robak von Punin, der Kuslik lernt. Kaukes von Gardeschgrötz, das ist die Spektabilität in Punin, die wohl auch als, man ist sich nicht ganz sicher, ob sie die Gildenführung weiter übernehmen wird, aber Gardeschgrötz ist aktuell die Führerin der Grauen Gilde. Salandrion, Farnion, Finkenfarn, Kosma, Luminov, Yassafa, gut, Yassafa schon da. Schwarze Gilde, Paul Berra aus Brabak, Tomek Aterion aus Fasar, Salpikon Savertin, ja, Korolku Talasanya aus Nersand, Josmina von Lückmoor, Dirion von Zornbrecht Lomarion aus Alanfar. Dann gibt es noch ein paar Leute von der magischen Rüstung, ein paar aus vom Schwert und Stab. Walner Itzkok, der Garitsche, Hesinde Hochgeweihte, wird wohl auch dabei sein. Der ist natürlich auch schon da. Ja, das ist deine Liste. Auf jeden Fall. Ja, den Grangora, den werde ich mir auf jeden Fall mal vormerken. Den Grangora? Ja, die Spektabilität von der Akademie der Erscheinungen. Ah, wegen der Illusionsforschung. Interessiert an den Ergebnissen der Illusionsforschung? Ja, Repräsentant. Gut. In der Hoffnung, dass er auf eurem Fest ein paar Drachen illusioniert. Ja, vielleicht hat er ja auch so seine Leutchen dabei und die haben dann eher Zeit. Kiaras. Ich gehe in den Tempel der Ekstase. Irgendwas Besonderes, was du dort vorhast? Tatsächlich ja, zwei Dinge. Zum einen möchte ich mit den Gewalten dort darüber reden, dass man eventuell im Perine-Tempel in der eingebrachten Ernte jemanden entsenden kann, der dafür zuständig ist, die Kinder dort bezüglich Rauschmitteln zu unterrichten. Die Gefahren davon, wie man es verhindern kann und wie man erkennen kann, was gefährliche Rauschmittel sind. Ja, wird da es offensichtlich dort ein ziemlich großes Problem mit Boronwein gibt. Ja, wirst du kriegen, wirst du finden. Normalerweise nicht deren Aufgabe. Naja gut, irgendwo Rauschmittel schon, illegale Drogen nein, aber sie können dann, sie werden dann auf alle Fälle den Perine-Tempel unterstützen. Oh, das ist genau unsere Aufgabe. Das Lehren von Rayas Freuden ist genau die Aufgabe, die wir Raya-Geweihten nachkommen müssen. Beziehungsweise auch die Abgrenzung dann zu Belkele. Viel Rausch gehören auch dazu. Ja, die seichte Grenze in Richtung Belkele. Kannst du mir mal eine Liturgiekenntnisprobe würfeln? Schauen wir mal, wen sie schicken. Ob das ein Novize wird oder ob das ein voll ausgebildeter Geweihter wird. Das sieht doch gut aus. Dann bekommst du einen Geweihten, der tatsächlich auch noch im höheren Kreis ist als du.
Sehr schön. Natürlich werde ich weiterhin versuchen, so gut wie möglich dort Unterstützung zu liefern und erzähle Ihnen auch von unserem Plan, eine Suppenküche dort einzurichten für die Leute. Doch das ist natürlich eher eine Aufgabe der Perreinekirche. Viel wichtiger jedoch, um auf heitere Themen zu kommen, wir wollen natürlich ein Fest vorbereiten. Ja, da wirst du natürlich auch sehr viel Anklang finden. Da werden sie euch auch unterstützen. Ja, wie auch immer das definiert ist. Sie werden euch unterstützen. Ja. Sie werden sicherlich entweder, kommen. Ob wir vielleicht in der Halle der Ekstase ein großes Fest aus veranstalten können, vor dem Wagenrennen, um Rajas Stuten zu ehren. Oder ob wir auf der Heldenbühne ein Theaterstück vorführen lassen von gewissen Heldentaten, die wir vielleicht einmal begangen haben. Das lasse ich dabei noch ein wenig offen. Aber ich deute alles ein wenig an. Okay. Was möchte Ömer heute Abend noch tun? Irgendwo über einbrechen, ja. Irgendwas überfallen? Nein, nein. Man möchte ganz gerne, der Speicherherr wohnt ja bestimmt ganz offen in der Stadt. Ist ja eine offizielle hohe Persönlichkeit als Speicherherr, der fünffach gewählt wurde. Und dann wird man sich das Haus von Hesinio Lastrano wird man unter Beobachtung stellen, versteckt. Denn man möchte mal schließlich mal die Kinder gesehen haben. Falls man doch irgendwas mit den Kindern machen muss, ist gut schon mal zu wissen, wie die aussehen. Bester also wird man sich abends dort irgendwo auf ein Dach legen oder in einen Busch hocken, wo auch immer man sich da verstecken kann. Und von dort aus dann das Haus der Lastranos beobachten, versteckt. Selbstbeherrschungsprobe, um nicht einzuschlafen. Natürlich. Ist dann erschwert, ja gut, du bist nicht erschöpft, du bist nicht irgendwo in den Bergen, du hast keine Überanstrengung, sind Selbstbeherrschungsprobe. Generell erstmal erleichtert um 10. Ich glaube, wir gucken einfach mal auf deinen Wurf. Ja, ich mach das. Ich habe ja noch einmal Glück von dem Tag und dann wiederhole ich den Wurf. Warte. Nee. Du gibst mir erstmal einen Plus- oder Minuswürfel. Vielleicht schläfst du am neuesten Tag ein und dann würfelst du nochmal Glück. Plus oder Minus? Plus gut, ne? Positiv immer. Dann hast du ja, um 23.30 Uhr hast du Glück und darfst nochmal neu würfeln. Nee, dann brauche ich ja nicht neu würfeln. Ich habe ja noch eins Glück vom letzten Mal. Ja, meine ich. Dann darfst du die selbst beherrschen. Okay, dann brauche ich nicht neu würfeln. Ja, gut. Ach, das ist gut gelungen. Ja, alle vier Kinder wirst du erkennen können. Zwei Mädchen, zwei Jungen. Sind natürlich dann schon ein bisschen älter. Alter, wo man sich so langsam die Hörner abstoßen möchte. Genau. Mir geht es darum, dass man die notfalls wiedererkennen kann. Falls Plan A aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert, will immer Plan B zumindest aufbauen. Alles falls klar. Man das mit den Kindern machen muss. Gut. Rafim, Basaltfaust. Ja, und zwar habe ich mich schon beim Behurt angemeldet. Nur schwere Waffen bisher. Ja, ich würde mich beim Behurt anmelden und mir dann ein Pferd mieten wollen fürs Behurt auch gleich mit. Ist okay. Ja. Kurz vor knapp, was aber... Was kostet mich das Pferd? Ja, ich sag mal, für eine Basaltfaust 20 Dukaten so als Versicherung. Oder für die Miete selber 10 Dukaten und naja gut, wenn es halt kaputt geht, dann musst du es komplett bezahlen. Also nochmal 150 Dukaten obendrauf. Ja gut, im Notfall springe ich da runter und dann mache ich das halt zu Fuß. Ja. Habe ich inzwischen denn schon diesen Schutz erhalten, den man um seine Waffe machen muss, damit man die Leute nicht tothaut? Du meinst einen Holzschutz oder Holzwaffe, ja, kannst du dir auf alle Fälle besorgt haben. Ich gehe einfach mal davon aus, okay. Du hattest ja sehr viel Zeit mit Ömer dann beim Einkaufen verbracht und da kannst du dir dann auch so einen Überzug besorgt haben für deine Waffe. Okay, gut. Das war's. Der Nächste. Das ist ja wohl ich, oder? Du bist der Letzte, glaube ich, ne? Ja, zum einen brauche ich natürlich auch noch so einen Überzug. Ich nehme an, das ist eine Formalität, da müssen wir uns jetzt nicht länger drum kümmern. Ruf mir nochmal kurz die Tageszeit ins Gedächtnis. Kann man noch Geschäfte machen draußen? Nein. Okay. Dann. Nee, ich habe gerade überlegt. Nee, ich habe heute dann nichts mehr vor. Am nächsten Morgen, der 29. Fex. Und damit Tag des Turniers. Das Ganze, wenn ihr dort eintrefft, nach und nach, wird natürlich eröffnet von Rondrasil Löwenbrand von Arrivo, der Herrmeister der Rondra-Kirche und der Turniermarschall. Gewandet in einen rot-weißen Löwenmantel mit Kettenhemd, Rondra-Kamm, seiner Augenklappe, da ihm ein Auge fehlt, und einer wehenden Löwenmähne.
Dieser große 50-jährige Streiter als Rondra-Geweihter hat natürlich schon viele Schlachten erlebt, hat Seite an Seite neben Eiler von Schattengrund gefochten. Er trägt seine silberne Löwenfibel, das gekreuzte Schwert, das Zeichen der Roten Räte. Er beginnt die Zeremonie, die Weihe, mit einer Mutstärkung, ein paar Gebeten, ein festes Herz, fast Mutgefährten und dem täglichen formellen Gebeten. Er wird das Ganze dann natürlich abschließen mit ein paar Chorälen, wo er natürlich jeden Einzelnen darum bittet, mitzusingen. Heil dir Rondra, Himmelsleuen, heil dir Himmelsleuen Kühn. Chorale der Heiligen Adare, Chorale der Heiligen Adare, die profane Version, sodass ihr ungefähr eine halbe Stunde singt. Choral des Heiligen Luther, Rondra führe meine Klinge, eine weitere halbe Stunde später. Nach einer Stunde der Zeremonie durchgeführt von dem heiligen Streiter, der dann auch so ein bisschen entrückt wird, während ihr dann da mitsingt, mitbetet, aus tausenden Kehlen erwidert, kommt es dann zu der Eröffnung.